Moin, du befindest dich mitten in deinem Seelenpartner-Dualseelenprozess oder vielleicht bist du auch schon mit deinem Seelenpartner zusammen oder du wünschst dir so sehnlichst, dass er sich endlich zeigt. Es ist irgendwie alles nicht so einfach und du fühlst dich so allein und unverstanden und irgendwie würdest du dir wünschen, dass du da mehr Support bekommst, dass du dich einfach mehr sicher fühlst, dass du weißt, dass es richtig ist und dass du auf deinem richtigen Weg bist. Genauso, wenn du eine Soulleaderin bist und das Gefühl hast, ich bin noch hier, um was ganz, ganz Großes zu bewirken, etwas ganz Besonderes. Und vielleicht kennst du auch schon deine Seelenaufgabe, die ist aber so groß und die ist so neu und anders und irgendwie wirst du belächelt, nicht richtig ernst genommen. Das macht dich natürlich unsicher. Du weißt nicht genau, ist das jetzt alles richtig? Und auch du würdest dir in dem Falle Support wünschen, einfach eine innere Stärkung und wissen, dass du nicht alleine bist. Dann wollen wir das jetzt ändern. In diesem Podcast-Video, wir sind's, Annette und Easy, meine Seele live aus Kapstadt. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, ich kenne das nur zu gut, nicht verstanden zu werden, auch belächelt zu werden, auch, dass sie einem das ausreden wollen, lass das, Mann, das ist ja viel zu anstrengend oder das geht ja nicht oder der ist ja verheiratet, wie soll das gehen und einmal Ehe gebrochen, immer Ehe gebrochen und all diese ganzen Sachen, die kennst du. Und als ich 2012 aus Kapstadt zurück nach Hamburg gegangen bin, der Liebe wegen, du weißt ja, Lutz ist 2009, haben wir uns das erste Mal gesehen, bam, da stand er vor meiner Tür und es war um uns geschehen sozusagen, aber wir haben uns da noch Zeit gelassen. Ich wollte es ja erst gar nicht wahrhaben, ne? Mit meinen Glaubenssätzen, verheirateter Mann geht ja gar nicht und für ihn war es ja auch klar, ich meine, da hat er keine neue Frau gesucht, er hatte ja eine tolle Frau auch, aber da war eben klar so, bumm, das ist meine Frau, so, wie geht man jetzt damit um? Und ich finde es gut, dass er sich da eben auch Zeit gelassen hat, um überhaupt drüber nachzudenken, um auch sich daran zu gewöhnen, was bedeutet das alles. Und damals, 2012 bzw. 2009, als wir uns da begegnet sind, war das ja alles noch nicht so im Munde Seelenpartnerschaft und bam, du triffst dich und auf einmal ist alles anders und das ist die große Liebe, sondern wir haben uns gespürt, wir kennen es schon ewig, da ist etwas ganz Besonderes, eine ganz tiefe Liebe, die wir so noch nie gespürt haben. Ich weiß noch, als wir einmal zusammen getanzt haben und ich weggelaufen bin, weil ich dachte so, wow, was ist das? Das habe ich noch nie erlebt. So eine tiefe, innige Liebe, obwohl wir uns nicht kannten. So, und als wir uns dann 2010 entschieden haben, wirklich zu unserer Liebe zu stehen und diese Besonderheit auch zu leben, war das natürlich nicht, dass wir auf Jubelschreie gestoßen sind, sondern eher auf Unverständnis. Wie kann man das machen? Ich wurde zur Ehezerstörerin, Lutz zum Ehebrecher. Das kann man doch nicht machen. Und all diese ganzen Sachen von der Gesellschaft und Freunden und Familie, das kennst du. Es wird sich aufgespalten. Wer gehört, wer findet wen besser oder zu welcher Gruppierung und all diese ganzen Sachen. Und ich habe mich da auch oft alleine gefühlt. Auch Lutz hat sich da oft alleine gefühlt. Und natürlich kommen da Selbstzweifel auf und man fängt dann eben auch an zu eiern. Aber letztendlich war diese Liebe, die wir hatten, so stark, dass sie uns dann letztendlich auch dadurch getragen hat. Aber es war auch ganz, ganz wichtig, dass wir uns klar zu dieser Liebe bekannt haben und dass wir uns auch entschieden haben, die zu leben. Und das Schöne ist, je mehr du natürlich Sicherheit in dir findest, je mehr du auch dazu stehen kannst, was letztendlich dein Wunsch ist oder eben zu deiner Liebe, zu deiner, ist egal, ob es deine Seelenaufgabe ist oder eben dein Seelenpartner, gefestigt der du bist, desto eine ganz andere Energie strahlst du aus und desto mehr können das letztendlich auch die anderen sein, weil je unsicherer du bist, desto unsicherer sind die auch. Das ist mega spannend, was du alles verändern kannst, wenn du deine Energie veränderst, wenn du eine ganz neue Überzeugung hast, eine ganz neue Stärke und ein ganz neues Selbstvertrauen in dir. So, und als ich dann noch, also erstmal das, so, und als ich dann noch 2012 wieder kam, du, und dann will die keine Designerin mehr sein. Ich meine, diese tolle Designerin, die wir kannten, die war doch so toll und da konnte man doch so schön mit angeben und das war doch so super. Und jetzt kommt die wieder und erzählt, sie ist irgendwie so Soul und Life Coach, erzählt irgendwas von Seelen und die Maßanfertigung für unser erfülltes Leben hat und für unser glückliches Leben. Und dann noch, dass unser Unterbewusstsein und Mindset unser Leben bestimmt und dass wir uns in Selbstliebe üben müssen, weil das ist mit die stärkste Kraft und all diese ganzen Sachen. Kannst du dir vorstellen, bin ich auch da nicht auf Verständnis gestoßen und ich wurde eher belächelt, ach du wieder mit deinem Seelenkrams und so, das lass man lieber. War in meiner Umgebung so, war in dem
Umfeld, in dem ich mich bewegt habe damals, 2012. Das war für mein Umfeld, auch für mich, es war neu, es war anders, es war total faszinierend, so etwas machen zu dürfen, aber das hat mich natürlich auch verunsichert, ist ja klar, ist ja viel einfacher, wenn ich sage, oh, wie toll ist das, denn da freue ich mich für dich und yes, und jetzt durchstarten, wie kann ich dich supporten, wünscht man sich, aber leider ist das oftmals nicht so, gerade wenn Menschen eben etwas begegnen, was sie noch nicht kennen, was neu für sie ist, das verunsichert, das ist Veränderung, sie wollen natürlich auch die Person, die sie ja so sehr mögen und lieben, letztendlich auch so behalten, wie sie ist und bloß nicht, dass sie sich verändert, weil dann ist ja auch der Spiegel dafür, sich selbst etwas zu ändern oder eben ja, vielleicht auch die Angst darum, den anderen zu verlieren, weil er einfach einen neuen Weg geht. Und es ist auch so, dass Menschen einfach auf der Strecke bleiben, beziehungsweise dass sich die Wege einfach trennen, weil du dich ganz anders entwickelst. Und das ist ja jetzt auch gerade sehr stark in der neuen Zeit, auch wo du dich entscheiden kannst, willst du in die neue Welt gehen oder eben nicht. Also willst du ein ganz neues Bewusstsein haben, was du ja brauchst, um letztendlich in der neuen Welt auch leben zu können. Also dieses erweiterte oder ja, dieses größere Bewusstsein eben auch, wie will ich leben, was ist wirklich meine wirkliche Wahrheit, auch in deiner Energie zu sein, auch immer mehr im Einklang mit deiner Seele zu sein. Und ich weiß noch damals, es war ein wirklich steiniger Weg, den ich gegangen bin, gerade mit meiner Seelenaufgabe, und das ging über Jahre. Und ich hätte so gerne so dieses Gefühl gehabt, alles ist gut, alles ist richtig, obwohl ich das ganz tief in mir drin wusste, ich muss es machen. Das war auch das, was mich angetrieben hat, das war mein Motor. Auch wenn ich so verunsichert war und wirklich so belächelt wurde und jeder gesagt, ach, lass das, Mann, was du dich da abmühst und abgehst, hätte ich schon längst hingeschmissen. Werd doch wieder Designerin, mach doch das wieder, das hast du doch so toll gemacht, da warst du doch so erfolgreich, da hast du doch so eine Karriere gemacht und hast du so schönes Geld verdient. Warum machst du dir das nur so schwer? Und das wirst du selbst wissen, weil wenn du in dir drin weißt, das ist richtig, dann auf alle Fälle dranbleiben und nicht aufgeben. Und was das Spannende ist, dass du, sofern du das geschafft hast, also sofern du auch mit deinem Seelenpartner zusammen bist, sofern du deine Seelenaufgabe richtig für dich angenommen hast, passiert etwas. Die Leute belächeln dich nicht mehr. Sie lachen dich nicht mehr aus oder sie haben keine Zweifel mehr oder wollen dir das ausreden, sondern sie fragen dich, oh, wie hast du das gemacht? Kannst du mir zeigen, wie das geht? Oder das will ich auch. Ist das nicht cool? Weil du etwas geschafft hast, weil du deine Energie geändert hast. Und manchmal ist der Weg etwas steinig zu etwas Neuem, was es noch nicht gibt. Und das ist ja auch das Interessante bei all den tollen Dingen, die letztendlich ja auch entwickelt wurden, die Vision, wie aus einer Vision letztendlich ein Auto entstanden ist. Und hat Benz da großartigen Zuspruch bekommen? Sicherlich nicht. Die haben alle gesagt, ach, der spinnt, dass da irgendwas fahren soll von alleine, glaube ich nicht. Und so ist es auch mit den Seelenaufgaben und so ist es auch mit den Seelenpartnern, weil da entsteht eine ganz, ganz neue Liebe, die wir leben dürfen auf Seelenebene, eine wahrhaftige, bedingungslose Liebe in Freiheit. Das kennen wir mit unserem typischen Beziehungsmodell, was uns vorgelebt wurde, all die ganzen Jahre, was unsere Gesellschaft ja sehr geschürt hat. Das kennen wir ja gar nicht, das ist neu. Insofern etwas Neues wird erstmal etwas abgelehnt, kenne ich nicht, weiß ich nicht, will ich nicht, weil dann müssten wir aus unserer Komfortzone rausgehen, was ja nur bedeutet, dass das die Zone ist, wo wir drin sind, was wir letztendlich kennen, egal ob es uns gut tut oder nicht. Aber die Magie passiert außerhalb der Komfortzone. Da ist die wahre Liebe, da ist es die wahre Erfüllung, auch mit deiner Seelenaufgabe. Da ist der Erfolg und du sollst erfolgreich sein mit deiner Seelenaufgabe. Also bloß nicht aufgeben. So, aber was ist es nun? Was ist das Zeichen? Das Zeichen, das dir signalisiert, alles ist gut. Du bist richtig, du bist geliebt, du bist geführt, du bist supported. Was ist das Zeichen? Für all meine Podcast-Fans, die jetzt nicht sehen können, was ich präsentiere, schaut gerne auf meiner Webpage vorbei. Den Link findet ihr in der Beschreibung, um euch das anzuschauen. Oder ihr schaut auch einfach mal dieses Video an. Den Link findet ihr natürlich auch in der Beschreibung. Ta-ta-ta-ta! Das ist das Zeichen. I am soul lover. Wow! Als ich diese Inspiration bekommen habe, gemeinsam mit Easy ein Symbol zu entwickeln, ein Statement zu setzen, damit uns als Seelenpartner und als Soul-Leaderin es viel, viel einfacher fällt, auch mehr im Vertrauen mit unserer Seele zu sein, mehr das zu leben, was wir letztendlich leben wollen, dass unsere Wünsche wahr werden, dass wir mehr wir selbst sein können, ist
dieses wunderbare Symbol entstanden. Ist das nicht cool? I am Soul Lover. Lass mich dir dieses Symbol bzw. dieses Statement kurz erklären. Also, zum einen hast du das Herz. Es geht ja um die Liebe. Es geht um die stärkste Kraft, die wir haben. Denn Liebe supportet uns. Liebe verurteilt nicht. Liebe verurteilt nicht. Und Liebe lacht uns auch nicht aus, sondern Liebe trägt uns. Und das ist diese besondere Liebe unserer Seele. Es ist die Seelenliebe. Und eine schöne Farbe gewählt, nämlich Pink. Easy lieb Pink und wir Mädels sowieso. Und es ist auch die Farbe, die die positiven Gefühle noch mal mehr verstärkt. So, dann hast du in diesem Herz hast du das Zeichen von mir und Easy. Zum einen hast du die Seele. Du siehst, das sind diese Flügel. Es ist aber noch mehr als Flügel, sondern es, wenn du mal genau hinguckst, sind es letztendlich zwei Hände. Es sind die ausgebreiteten Arme. Es sind die ausgebreiteten Arme deiner Seele. Das heißt, dass sie immer für dich da ist, dass sie dich beschützt, dass sie dich trägt, dass du supported wirst, dass du, ich meine, sie ist ja dein absoluter größter Fan, wieso auch nicht? Letztendlich bist du ja auch deine Seele, das ist ja das Coole. Sie hat dich ja kreiert, sozusagen, damit ihr letztendlich das schönste Leben lebt, nämlich den Seelenplan, den sie für euch ins kleinste Detail kreiert, mit der Seelenaufgabe, mit dem Seelenpartner, all diese wundervollen Dinge. Und der kleine Punkt, das bist du. Das ist diese große Seele, da auch deine wahre Größe, die letztendlich da ist. Aber du bist entscheidend, den Punkt zu setzen. Nämlich, ob du deiner Seele vertraust, ob du ihr folgst und dein schönstes Leben lebst oder ob du dich dagegen entscheidest. Du hast den freien Willen. Und das Schöne ist eben auch an diesem Herzsymbol, es geht ja auch in der neuen Zeit um das Mitgefühl. Es geht um die Liebe, die wir leben sollen, die bedingungslose Seelenliebe. Und das bedeutet eben dieses Zeichen. So, jetzt haben wir die Statement, I am a soul lover. Das bedeutet nicht nur Seelenliebhaber zu sein. Es geht auch um die Liebe zu deinem Seelenpartner. Es geht aber auch die Liebe überhaupt zu deiner Seele und ihr überhaupt auch mal diese Wertschätzung zu geben und diesen Lob und diese Anerkennung, was sie da eigentlich Tolles überhaupt kreiert hat, warum die hier ist, was sie hier alles bewegen will. Das wird dir natürlich nochmal deutlicher, gerade wenn du deine Seelenaufgabe lebst, wenn du eine Soul-Leaderin bist. Da wirst du nochmal ganz anders connected sein mit deiner Seele, weil du weißt, das ist dein, warum du hier bist. Und auch diese wahre Größe, die letztendlich deine Seele in die sie dich ja auch reinführen will, nicht mehr klein halten von der Gesellschaft, wie wir es gewöhnt sind, sondern in unsere wahre Größe zu gehen und wirklich wir selbst zu sein, keine Rolle mehr zu spielen, sondern wirklich unser wahres Ich zu erleben, weil Seelenaufgaben und Seelenpartner sind ja der Weg zu dir. Das ist der schönste Weg, den du gehen kannst, auch wenn er manchmal steinig ist, weil er einfach so ungewohnt ist und weil wir dann natürlich einiges aufarbeiten und heilen müssen, ist ja ganz klar, damit wir eben in diese Freiheit gehen können. Und das Schöne ist eben auch, wenn, je mehr du deiner Seele vertrauen kannst, je mehr Vertrauen du überhaupt auch in dich aufbauen kannst, weil wie gesagt, du bist deine Seele, ist es schön, weil du deine innere Weisheit triffst, deine Visionärin, der kühnste und freiste und mutigste Teil in dir. Und die kennt den Weg zu deiner Erfüllung. Die weiß, was dich glücklich macht. Und das ist das Schöne, wenn du immer mehr im Vertrauen bist mit ihr. Und das Zeichen und dieses Symbol unterstützt das auch nochmal, bekräftigt das eben auch nochmal umso mehr. So, dann, es ist ja nicht nur in Anführungsstrichen, dass du ein Soul-Lover bist, weil das beinhaltet ja noch viel mehr. Denn du bist the pioneer of soul love and soul leadership. Wow! Und das ist wirklich wahr. Wir, die Seelenpartner, sind die Vorreiter. Du bist eine Pionierin. Du bist eine Pionierin, weil du dich traust, dich für diese Liebe zu entscheiden und alles dafür zu tun, dass ihr letztendlich eben auch diese Liebe leben könnt. Natürlich dich nicht aufgeben, ist ganz klar. Habe ich oft drüber gesprochen, ne? Wenn er noch nicht will, ganz klar. Aber eben auch an sich zu arbeiten und wirklich sich für diese Liebe vorzubereiten, um letztendlich auch diese Liebe zu leben. Und die ist eben so neu. Da bist du ein Pionier, da sind wir alle Pioniere, die sich für diese Liebe entscheiden. Genauso, wenn du eine Soul-Leaderin bist und deine Seelenaufgabe lebst, bist du auch eine Pionierin, weil das ganz neue Seelenaufgaben sind und die aber so wichtig sind. Und das ist das Spannende, was ich immer wieder erlebe, wenn ich Seelenaufgaben channel, die passen so perfekt in die neue Zeit. Die sind dafür geschaffen, die sind dafür gemacht und natürlich für uns manchmal erstmal so, so groß bin ich, das kann ich, wow. Das darf ich tun.
Mega. Weil wenn du mal weiter überlegst, was machen wir denn da eigentlich? Wir bereiten ja die neue Zeit vor, beziehungsweise die neue Welt. Und als Soulleader gestaltest du die ja mit. Auch genauso als Seelenpartner gestaltest du sie mit, weil du dich für die Liebe entscheidest und diese Liebe lebst, weil du sie vorlebst. Das heißt, wir sind auch noch nicht nur Life-Changer, sondern World-Changer. Ist das nicht cool? Also ich finde, das fühlt sich schon mal richtig gut an. Und was macht das Zeichen noch, dieses Symbol der Seelenliebe? Es zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich drauf schaue. Ich schwinge dadurch schon mal in einer ganz anderen Energie. Und all das, was vielleicht vorher schwierig war, erscheint mir gar nicht mehr so schwierig, sondern viel, viel leichter, weil du weißt, je fern du lächelst, sofern du aus dem Mangel, aus dem Zweifel, aus dieser Energie hochschwingst, in die Freude gehst, wird alles viel, viel einfacher sein. Und das, was oft für uns so schwer erscheint oder was wir selbst auch so als so schwer empfinden oder auch selbst so schwer machen, weil wir uns oft selbst so im Weg stehen, wird dann auf einmal leicht. Nur weil wir uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern und anstecken, ist das auch. Das ist ja auch das Coole. Da du jetzt weißt, wofür dieses Symbol steht, weißt du auch, dass du nicht mehr alleine bist. Und das gibt dir Kraft. Das stärkt dich von innen, weil das ist auch ganz, ganz wichtig, dass du dich von innen stärkst, weil das brauchst du für die neue Zeit, für die neue Welt. Darum geht es, aus dir innen heraus zu leben und nicht im Außen dich zu sehr beeinflussen zu lassen. Und das ist eben auch nochmal ganz, ganz wichtig für die neue Welt, was ich auch immer wieder bekräftige, weil es so wichtig ist, dass wir das begreifen. Dass wir uns nicht mehr abhängig machen im Außen, was die anderen über uns sagen, ob sie uns belächeln oder nicht, das geht nicht von heute auf morgen, das ist ganz klar, weil wir damit groß geworden sind. Das haben wir immer so gelebt. Aber das können wir ändern, indem wir uns immer mehr das eben auch gönnen, zu sagen, nee, es ist mir nicht so wichtig, was die anderen sagen. Wichtig ist, was meine Meinung ist. Sie können gerne ihre Meinung nennen oder äußern, das ist ganz klar, man kann ja auch reflektieren, aber ich muss mich nicht daran orientieren. Nicht das Außen bestimmt, ob ich wertvoll bin, ob es mir gut geht, ob ich glücklich bin, sondern ich bestimme es von mir. Und sofern du deine Energie änderst, du weißt, du bist die Veränderung, sofern du deine Energie änderst, sofern du davon überzeugt bist, dass du wertvoll bist und wichtig, dass du liebenswert bist, dass du es wert bist, sofern du davon überzeugt bist und auf dieser Energie oder in dieser Energie springst, auf dieser Frequenz, werden die anderen das auch annehmen können, werden sie das akzeptieren können. Aber sofern du, wie gesagt, mehr da unten bist im Zweifel, werden die diese Energie wahrnehmen und dementsprechend dir das spiegeln. Gesetz der Anziehung. Und das Schöne ist ja, je mehr du dich da hochschwingen kannst und eben dieses Symbol und dieses Zeichen unterstützt dich dabei, desto mehr kann auch das in dein Leben kommen, was du dir letztendlich wünschst. Dieses Symbol verstärkt das gute Gefühl, du bist nicht allein, alles ist gut und es wird sogar noch viel besser. Und nun, lass uns dieses Symbol aktivieren. Aktivieren mit unserer Seelenliebe, dass wir wissen, wir sind nicht mehr allein, es ist alles richtig. Und du weißt ja, mein Spruch ist, alles geschieht zu meinem Besten, auch wenn ich es noch nicht sehen kann und alles zur richtigen Zeit. Okay? Gut, dafür schließe jetzt gerne mal deine Augen, nur wenn du kannst natürlich. Und jetzt stell dir einmal noch mal kurz das Zeichen vor. Und jetzt fülle dieses Zeichen mal mit deinen Gedanken, mit deiner Energie. Fülle es mal auf mit deinem Wunsch und denke daran, dass das schon geschehen ist. Dass du schon da bist, wo du so gerne bist, entweder mit deinem Seelenpartner zusammen oder so erfolgreich mit deiner Seelenaufgabe, beliebt und bekannt, stellst dir richtig vor, das bist du schon, du hast es geschafft. Und dieses Gefühl ist so wichtig und dieses Gefühl, bring es jetzt rein in dieses Symbol, füll es jetzt aus. Wow, kannst deine Augen wieder öffnen. Atme noch mal einmal tief ein und über den Mund wieder aus. Ist das nicht schön? Wir haben jetzt gemeinsam mit unserer Energie, jeder einzelne von uns, dieses wundervolle Symbol und dieses Zeichen aufgefüllt. Und auch wenn du dieses Video später siehst, ist es überhaupt gar kein Problem. Es können immer noch mehr dazukommen. So, und wo findest du nun das wundervolle, unser gemeinsames Zeichen und Symbol, was uns stärkt, wo wir wissen, wir sind nicht mehr alleine, sondern wir sind richtig auf unserem Weg, wir werden supported und alles ist gut, auf meiner Webpage annettburmester.com. Dort kannst du dir sogar das Zeichen, unser Symbol runterladen, um es letztendlich auf deinem Phone zu platzieren, dass du es jederzeit anschauen kannst, wenn dir danach ist, wenn du das Gefühl hast, jetzt brauche ich nochmal wieder Support, ich bin gerade am Wackeln oder da hat einer was Blödes zu mir gesagt, weil das Spannende ist, fällt mir jetzt gerade ein, ich weiß noch damals, als das ganz frisch war mit Plutz und mir
Und ich so ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich natürlich wollte ich keine Ehe zerstörend sein. Und das will ich jetzt nochmal an diesem Punkt sagen. Es geht auch nicht darum, irgendwelche Ehen zu zerstören. Kannst du auch gar nicht. Ist ein Ding zwischen den beiden, sondern es geht letztendlich darum, dass etwas zusammengeführt werden soll, was zusammengehört, nämlich diese beiden Seelenpartner, die schon vor der Geburt füreinander bestimmt schon und schon ganz lange inkarniert sind, dass sie jetzt eben diese neue Liebe für die neue Welt eben auch leben können. Darum geht es und nicht darum, etwas zu zerstören. Und ich hatte, wie gesagt, damals so ein schlechtes Gewissen. Natürlich, kannst du dir vorstellen, bin ich immer wieder Dingen begegnet, wo es genau darum geht, wo irgendjemand eine Story erzählt hat. Du, weißt du, also du, da hat der Mann die Frau verlassen, weil der eine andere hatte. Oh, nee, geht ja gar nicht, ist ja ganz schlimm. Und du sitzt da so mittendrin und denkst so, oh. Und ich hätte so gerne etwas gehabt, was ich aus meiner Tasche genommen hätte und wo ich hätte drauf gucken können und wissen, alles ist gut. Das schaffst du, weil du bist nicht allein. Cool, oder? Und das kannst du jetzt auch. Und ich habe noch was. Also, auf Instagram gibt es natürlich auch einen Account. I am a soul lover. Schau da gerne mal vorbei. Und ich habe jetzt für dich als YouTube-Fan sozusagen noch etwas ganz Tolles, nämlich kleine Miniaturen von unserem Zeichen, was du gerne für dich nutzen kannst, um letztendlich neben deinem Namen nochmal dieses Statement auf YouTube zu bringen. Das findest du in der Mitgliedschaft. Cool, oder? Ist das nicht schön, was wir jetzt gerade gemacht haben? Wir haben so eine wundervolle Energie in die Welt getragen, wo auch ganz viele, die jetzt nicht mitgemacht haben, von partizipieren werden. Ist das nicht wunderschön? Und das machen wir jetzt täglich immer und immer mehr. Coole Vorstellung, oder? Wichtig ist, ganz, ganz wichtig, dass du an dich und an euch glaubst, dass du an deine Seele glaubst. Ich glaube an dich. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen, es hat dich weitergebracht, es hat dich neu motiviert, es hat dich gestärkt und du freust dich total über dieses neue Zeichen, über dieses neue Symbol, was wir jetzt alle mit uns tragen, was wir jetzt immer mehr auch auffüllen und wo wir uns immer oder womit wir immer gestärkter durchs Leben gehen. Ciao for now, wir sehen uns im nächsten Video. Wir sind's, Annette und Easy. Love and smile und lebe deine Einzigartigkeit, denn du bist ein Geschenk. Wir lieben dich. Ciao!